Hoch. Wie sind wir denn jetzt auf einmal hier gelandet? Erstmal willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Risen. Wenn ihr das jetzt hier gerade seht, dort hinten ist die Hütte, wo die liebe Frau war mit dem Rufo. Ich bin jetzt einfach mal dort entlang gelaufen hier. Und hier ist dann der Rupert. Sie hat ja letztes Mal zu uns gesagt, dass wir mal mit ihm reden sollen. Da er uns auch lehren kann über die Jagd quasi. Und eigentlich habe ich ja gesagt, dass wir nach Severin gehen. Aber das machen wir mal nicht. Denn hier erwartet uns noch was. Und ja, wir reden einfach mal direkt mit Rupert. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Gürger befreien. Gürger? Wer soll das sein? Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Was weißt du noch über den Gürger? So, das fragst du genau den Richtigen. Ich bin hier nämlich der Gürger-Experte. Keiner sonst kennt die schrecklichen Dinge, die ich dir über ihn erzählen kann. Weißt du was? Behalt's für dich. So, es ist jetzt hier so, dass er diesen Gürger sucht. Wo auch schon manche Personen hier gesagt haben, soll dich doch der Gürger holen. Das hat so eine Art Sprichwort in der Hinsicht. Und dieser Gürger ist anscheinend ein großes Vieh. Und ich sag einfach mal, wir werden ihm jetzt helfen, den Gürger zu jagen. Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Es wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, erklär mir deinen Plan. Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Ja, ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Es kann losgehen. Komm mit. Na gut. Okay, er schließt sich jetzt uns an. Ich werde das jetzt versuchen, dass er nicht stirbt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe auch, dass er jetzt hier über die Brücke läuft und nicht, ja, er läuft darüber. Gut, ich dachte schon, der wäre zu dumm wie in Gothic 3 früher, dass die da jetzt ins Wasser springen würden. Naja, ach, da haben wir direkt ein paar Gnome. Holen sie mal ran und der Rupert, ach, der geht auch in den Nahkampf. Ja! Ah, ich höre schon wieder irgendein Vieh oder sowas. So. Oh, das hört sich nicht so toll an. Ach, da oben. Ja, Freunde, das ist eine Aschebestie. Ich glaube, da hoch würden wir jetzt mal lieber nicht gehen, weil das sonst, glaube ich, schnell für uns vorbei wäre. Wo ist nochmal hier die Gnome? Komm mal her, Gnome, und zack. Weg ist er, dann plündern wir mal wieder fix.
9 von 15. Auf diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Ja, 9 von 15 Werkzeugbeutel haben wir schon. Bringt uns, glaube ich, nichts, sondern nur wieder so ein paar EP am Anfang. Ja, am Anfang. Am Ende. Und mehr auch eigentlich nicht. Rupert ist da, alles klar. Ja. Rupert, schießt du den jetzt mit dem Bogen oder kommst du mal, oder? Ja, die Gnome hauen uns eigentlich keinen großen Schaden mehr rein. Ja. Zack, und schon, schon sind sie weg, also. Ist echt nichts Besonderes. So. Ah, nur eine Perlenkette lässt sich gut verkaufen. Und unser Geldbeutel sieht auch ganz gut aus. Fast 6000 Gold. Also das ist reichlich an Gold. Kommst du? Du kommst. Ah, ein paar Wölfe. Die holen wir uns dann mal direkt mit dem Bogen. Zack. Alle Schwarzen mal wieder. Du hast keine Chance gegen uns. Ich glaube, ein Normaler ist dabei, oder? Nee. Ja. So, wie viel Leben hast du noch? Okay, ist schon unverwundbar irgendwie zu sein. Die hauen aber auch immensen Schaden irgendwie raus. Ja. 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 Jawohl. Ah, und schon hätten wir sie. Naja, naja. Dort oben war die Bestie drauf. Könnten wir theoretisch hin, aber ich lasse es mal vorsichtshalber. Aber da... Tja, na. Jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden es ja bald erfahren. Geh weiter. Ja, ich werde weitergehen, aber ich werde, glaube ich, doch mal hier nach Osten einmal ausschweifen. Ich meine, vielleicht gibt es da was zu holen. Da oben ist ein Keiler. Zack. Das ist kein Gegner. So. Hey, du. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Kollege, das ist mir sowas von egal, ne? Wir können immer noch da unten hergehen zu deinem Scheißweg, aber ich möchte das mir erstmal gerne angucken. Ach, da ist wieder so ein Donnerechsenvieh. Aber auch eine Seemanns. Ach komm, wir kämpfen einfach mal gegen das Vieh. Ist nicht wahr. Komm. Ja. Okay, haben es gleich. Mal kurz einen Heiltrank nehmen. So. So, und schon ist es besiegt. Ich glaube auch, dass die Musik etwas zu laut ist. Ich glaube, das tut's auch, oder etwas hier beim Ton, die Hintergrund etwas runter zu machen. So.
Nicht, dass der Splissound wieder lauter ist als alles andere. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Oh. Wer sagt's denn? Ich bin ein Profi. So. Ein ganz gewöhnlicher Stein. Viel langweilig. Naja, auch wenigstens etwas Gold. Pokal. Da könnten wir theoretisch wieder runter. Ich glaube, da machen wir das auch, aber ich glaube, Rupert kommt da nicht mit nach unten, oder? Bin mir nicht sicher. Glitschen wir uns hier einfach mal an die Wand herunter. Und der Rupert müsste ja dann eigentlich kommen. Rupert. Hoffen einfach mal hier so ein Stückchen weiter. Da steht noch ein Gnom. Also ich hoffe, dass echt meine Stimme lauter ist als der Spielesound, weil sonst tut es mir leid. Ich habe vorher eine Testaufnahme gemacht, aber ich weiß nicht, wie es sie beim Regen ausschaut. Ach du Scheiße. Wie viele Gnome, verdammt. Echt gerade verdammt viel an Gnomen hier, aber das packen wir, Leute. Das ist. Ja. Oh. Ja. Jawohl. Ach, da sind auch noch zwei Stück. Aua. Oh Gott. So, plündern wir mal fix hier noch alle. Es muss aber auch regnen. Es muss einfach regnen. Sieht mir nicht aus, als ob es hier links oben weitergeht, sondern eher dort geradeaus. Ich werde dann hier jetzt einen Cut machen. Ich hoffe, dass sie mich hört. Ich weiß es immer noch nicht. Aber wir sehen uns dann genau hier an der Stelle und hier wird es dann auch weitergehen. Ich trinke mal noch kurz hier einen Heiltrank. Und das war's, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.